Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pineview Drive, Tag Nummer 13. In der letzten Folge haben wir ja erfahren, dass draußen wohl Krähen sein sollen. Und ich würde mal sagen, ja, wir geben uns mal Richtung Brunnen und gucken mal, ob draußen was ist. Hier ist nicht so aus, ne? Dann haben wir schon einen richtigen Tag, oder? Ich kann ja nicht mal den Tag laden, okay. Weil sie ist ja irgendwas mit Krähen und Brunnen. Oh, oh. Da kamen die auch schon. Im. Hallo, ihr Krähen? Hallo? Na? Kusch, kusch. Kusch, kusch. Okay. Na, dann fliegt doch mal weg, ne? Was machst du noch hier? Hm? Oh, das ist ein Schlüssel. Ach, merci beaucoup. Okay, ich möchte jetzt heute nicht an Clown vorbei. Ich gehe. Natürlich fängt es jetzt an zu regnen. Natürlich. Oh, das ist aber schön. Aber das mit dem Regen fand ich jetzt nicht so gut. Fand ich jetzt nicht so gut. Oh, die Cutie. So. Mit dem nächsten Schlüssel bewaffnet, ließ mir die nächste Tür auf. Suche nach dem nahen Heuhaufen. Die Vogelscheuche ist noch da. Das ist gut. Fragst du nur noch, wie lange? Genauso wie mit den Klauen. Jetzt ist es auch so schön hell hier noch. Ich hole erstmal unten überall nach. Finde den passenden Schlüssel. Hey, komm schon. Hallo? Tür? Wir tun so, als wäre das nie passiert. Psch. Kann ich auch. Haben mich die Krähen jetzt ernsthaft erschreckt, dass die immer was von Lebensbalken abgezogen haben? Läuft, werde ich mal behaupten. Einfach nur, um ein bisschen Strahlschätze zu verschwenden. Denn pro Packung gibt es ja 5, ne? Hier noch. So, ihr hört alle auf. So, hallo. Finde den passenden Schlüssel, okay. Bilder, nett. Und Schlüssel. Und Streichhölzer. So. Die sind echt schön. Und wie ich gehört habe, auch echt. Haben sich echt Mühe gegeben. So, okay. Batterien. Da haben wir noch mehr als genug. So. Diese Uhrgeticke. Mich stört das einfach. So ein ungutes Gefühl einfach. Bin am Überlegen, gab es da noch eine Tür, die verschlossen war im anderen Gang? Schau ich mal gleich nach erstmal hier alles mal öffnen. Beziehungsweise versuchen zu öffnen. Diesmal hat es ohne Probleme funktioniert. Nope. Nope. Okay, dann gehen wir mal wieder nach oben.
Das Spiel ist aber heute sehr großzügig mit dem Licht. Sagte ich und düstere hier im Dunkeln. Hallo? Ist hier jemand? Schachzimmer. Na, das ist doch das Badezimmer, ne? Jetzt haben mich die Ratten erwischt. Kann mir doch keiner erzählen, dass mich ausgerechnet jetzt hier die Ratten erschrecken. Oh, die Ratten haben mich erschreckt. Das ist nur so ein Durchgang. Hier geht's weiter. Okay. Wieder Batterien. Mich direkt mit. Schon viel besser. Dann schaue ich mal, ob hier irgendwo noch ein Schlüssel rumliegt. Sieht aber nicht so aus, oder? Da ist eine Seite. Streichhölzer. Sonst leuchtet hier nichts hoch. Nur noch Streichhölzer und die nächste Seite. Als ich gestern Nacht in die Küche ging, hatte ich das Gefühl, einen Fernseher zu hören. Das kann nicht sein, der Strom ist nach wie vor weg. Nö, ich will nicht zurück im Fernsehzimmer. Nö. Nö, nö, nö. Ich streike. Das hört sich auch nicht gut an. Gut, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pineview Drive. Bis dahin, tüdelü.